Jo, hallo, zurück zu Syndicate. Also, ich habe ein bisschen was zwischendurch gemacht. Ich war, jetzt muss ich mal kurz gucken, muss mal einen Blog angucken. Ich habe. Wo ist denn das hier? Nö. Wo ist denn das Fortschrittslogbuch? Doch, ist es doch hier. Ich habe. Ja. Ich habe Lambeth und die Themse fertig gemacht. Nur Level 4 und 5 sind die beiden. Ist eigentlich ganz okay gewesen, weil ich fand das irgendwie ein bisschen bescheuert. Das ist hier auf der Karte, wenn man es mal eben rauszoomt nochmal. Das ist Lambeth hier und hier rundherum ist die Themse. So, das war, dachte ich, das mache ich mal eben kurz. Das ist auch gar nicht so schlimm. Das hier wäre dann halt das nächste, das ist Level 5 oder Schwierigkeitsgrad 5 oder wie auch immer, empfohlener Level 5. Das kann man eigentlich so nebenbei mal machen, weil eigentlich geht es ja in der Story hier rum und das wollen wir jetzt auch mal machen. Achso, was ganz gut ist, ist, jetzt kann man so 5 Leute hier rekrutieren. Ja, das ist echt cool, vorher waren es ja 3, weil ich habe auch ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt so Sachen freigeschaltet habe, sind natürlich auch Sachen in den Fähigkeiten hier dazu gekommen. Ja, also da bin ich jetzt hier quasi auf dem Level hier fast abgeschlossen. Da fehlt nur noch das hier. Da müssen wir wieder ein bisschen sparen, hier ein paar Punkte sammeln und dann geht es auch weiter. So, also machen wir mal bei der Story weiter. Die geht nämlich da hinten, geht es dort weiter. Niemals, sage ich. Mr. Owen, Sie sind wahrhaftig der unausstehlichste Flegel, den ich je das Unglück hatte, zu meinen Bekanntschaften zählen zu müssen. Mr. Dickens hatte recht. Selbst das schlechteste Wetter kann Ihnen nichts anhaben. Schlechtes Wetter? Tja, ich war schon immer überzeugt, dass vorhandene Einflüsse für die gottgegebene Entstehung neuer Arten verantwortlich sind. Darf ich Sie daran erinnern, Sir, dass Sie mich des Missbrauchs der Wissenschaft bezichtigen? Doch tatsächlich bringen Ihre Thesen meine Ohren zum Bluten. Sie kränken mich, Sir. Werden Sie, Mr. Owen, nur einmal in Ihrem miserablen Leben die Wahrheit sagen und Ihre Schuld in dieser Sache gestehen? Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Fahr verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie ihn! Was für ein Bart. Hihau! So, und wo wollen wir die hinfahren, die Kutsche? Wie viel Darwin Ihnen noch zahlt, das ist es nicht mehr. Merken Sie nicht, wie tief Sie in der Tinte sitzen? Gar nicht tief. Wo wollen wir denn hin? Oh. Wenn Sie mich einschüchtern wollen, Sie Grobian, verschwenden Sie nur Zeit. Ich wollte schon immer wissen, wie viel Schaden so ein Vehikel einstecken kann. Das! Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Was immer auch Darwin will, er wird es nicht kriegen. Na, wie ist das? Auf geht's. Das macht Spaß. Beruhigungssirup? Warum sollte ein Wissenschaftler Interesse an einem Wundermittel haben?
Ihr Halt, der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann. Stopp! Wohin mit mir? Stopp! Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Dr. Elliotson, Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Ja! Die Kutsche ist irgendwie voll kaputt. Okay, das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Ich glaube, ich brauche eine neue Kutsche. Die ist so langsam, nehmen wir die hier. Ich muss nämlich in die andere Richtung, ne? Kannst du mal absteigen? Thank you. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie weit. Erstmal gucken. Wo geht's denn hier weiter? Ups. Ah, hier. Oh, das ist aber eine ganz schöne Ecke. Egal, machen wir trotzdem. Kutsche fahren müssen wir üben. Ja. Scheiße, fällt den gleich total abgenervt. Schade, die Kutsche hat keine Hupe, ne? Das ist völlig schlecht manchmal. Okay, und angekommen. Ja. So, Kollege. Um geht's. Überdosis. Oha. Ja, komm. Let's go. Mr. Fry. Ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starix Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Klar, schön zum Santa Claus Wettbewerb oder was? Was für ein Freak. Okay, worum geht's hier? Schling, schling. Okay, zwei haben wir nur. Das ist nicht so viel. Ich gucke mir das erstmal an. Ein Aussichtspunkt, wo soll der sein? Kann er nur da oben sein, oder? Ah, hier ist ein Eingang. Ach so, ja, okay. Und da oben müssen wir mal eben hin.
Okidoki. Das ist aber nicht der Punkt, wo wir hinwollen. Okay, wir wollen eigentlich da unten hin. Na gut. Finde ich jetzt den Doktor? Ah, da hinten irgendwo drin. Ups, nicht so schnell. Da, okay. Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Boah, alles nur so Freaks, ey. Mann, 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 Mann. Na gut, schauen wir mal. Wie stelle ich es an? Keine einzige Kugel abfeuern? Ja, gerne. Den wollen wir chillen? Okay, und da hinten ist auf jeden Fall mal die Dame, die wir infiltrieren können. Okay, mit der Schwester reden. Ja, ich komme ja gleich. Ich traue den Ärzten hier nicht, schon gar nicht diesem Dr. Elliotson. Ich muss mir ja, ich bin hier aber falsch, ne? Ich muss eigentlich. Oh, ich komme hier doch irgendwie gar nicht weiter, ne? Genau, also ich muss hier wieder raus. Und hier raus, ne? Ja, genau. Na komm, ich wollte raus, Baby. Willst du da rausgehen? Ja. Ja, ich komm ja.
Okay, da. Okay, denken wir mal daran, dass wir hier diese Leiter runterkrabbeln. Könnte natürlich klappen. Ah, da ist sie ja. Ja, genau. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, gut. Ich danke Ihnen, Sir. Oh. Eins höher, okay. Na, wir probieren es. Ja, absolut. Aber ich komme hier ja nicht raus. Ne? Weil hier alles abgeschlossen ist. Soweit die Theorie. Ah, da komme ich aber nicht durch. Wie war die Strategie? Was nochmal bitte? Ja, Generalschüssel stehlen. Okay, und der Typ ist da hinten. Mal gucken. Da oben läuft einer. Oh, shitty. Gar nichts. Komm, ich kann doch hier rein. Jo. So. Den könnte man chillen und ihn könnte man dann einfach mal die Sachen klauen. Das müsste eigentlich gehen, ohne dass man groß auffällt. Ich weiß, dass du da bist. Ja, Quatsch, du weißt gar nichts. Kommt der? Nein. Genau, geh mal weiter, Junge. Okay, ich versuche mal den jetzt einfach zu chillen, der nervt mich. Gucken, ob der mich sieht. Ach, Quatsch, Alarm. So, nix Alarm. Was ist denn los? Denen ist das alles ganz egal. Der wird mich kommen sehen. Yeah. Glaube ich nicht. So. Der soll hier nicht so rumliegen. Na
Ah ja, gut. So. Generalschlüsse haben wir so. Die Elektrokonvulsionstherapie. Sitzung stoppen. Keinen einzigen Kugel abfeuern. Ja, ist okay. Generalschlüssel haben wir jetzt. Kann da eigentlich meine Kollegen da reinlassen, oder? Könnten mir da irgendwie helfen. Hey Kollegas, kommt rein. Heute ist ein Glückstag. So, wie viel haben wir? Nur zwei. Was ist los? Ja, bleib mal locker. Oh, 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 oh. Die sind zu laut. So, ist das der Saal? Ja, da muss ich rein. Drüben ist der Eingang, okay. Ich hoffe auch der Eingang hierzu oder nicht nur der Eingang. Okay, nee, ich muss eins tiefer, ne? Ups. Ah, shit. Was haben Sie vor? Eine Frage. Oh nein. Was ist da unten denn los? Ach, du grüne Neune. Komm. Kommt der rein, oder nicht? Ich hätte jetzt gedacht, die kommen da rein. Okay, so einfach geht's wohl nicht. Aber ich kann hier unten durch. Da komme ich nicht rein, okay. Ah, wieso? Wer hat denn da geschossen? Ich doch nicht. Ich habe aus Versehen auf Y gedrückt. Ja, okay, verstehe. Ah. Da kann man noch ein bisschen mehr Feuer. Oh. Okay, ich hau jetzt mal ab hier, das ist mir zu doof. Ah, ich war so schön leise war ich. Oh. Ah, ja. Mann. Das war wirklich dumm, aber was soll's. So, jetzt wollen wir hier raus und, ne, hier wollen wir nicht hin. Ja, haut mal ab, weil ich will hier gar nicht mit euch fighten, ich wollte eigentlich da drüben rein. So, noch Fragen? Jetzt mal gucken hier, wie ich hier reinkomme, da drüben irgendwo. Ah, hier unten rein, geht das? Ey, wofür habe ich den Generalschlüssel? Ich weiß es nicht. Gut, nur Typen. Komische Typen hier. Geh weg. Okay, wenn ich jetzt hier bin, muss da rein. Tja, dann kann ich doch mal gucken, was hier noch eins geht.
Jetzt haben die alle Knüppel dabei. Was ist denn hier los? Da geht vielleicht die Tür auf. Ah. Da geht's doch nicht rein, oder? Oder das wird so einfach? Doch. Kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Okidoki, und jetzt mal hier schön abhauen, oder? Komme ich hier raus? Nö. Warst du beim Leichenhaus? Ja, da gehe ich nicht nochmal hin. Da hinten wäre natürlich wesentlich cooler. Upsi, Eindringling! Ja, Eindringling! Schick, stack, schnick. So, der Eindringling haut jetzt mal wieder ab. Kann der Eindringling vielleicht hier durch wieder raus? Genau. Und dann gucke ich mal, dass ich hier rauskomme, weil da hinten stehen nicht meine Kumpels alle rum. Ja, da geht's sogar lang. Sehr gut. Ich würde gerne irgendwie raus. Ah, Schlüssel? Nein. So, Mom ist weg, ne? Ja. Ich dachte, hier würden irgendwo Kumpels von mir stehen. Wo sind die denn? Fuji. Doch, da stehen sie ja. Hm. Okay. Was gibt's Neues? Die Bombis haben meine ganze Demonstranten im Hyde Park vermöbelt. So was passiert, wenn man seine Meinung sagt. Ach so, die Therapiesitzung stoppen. Mist, wo ist die denn? Wer weiß es? Shit. Kriegen das jetzt raus. Wo war das denn? Okay, also ich muss auch mal rein. Na komm. Dankeschön. Komm, einfach nur runterfallen. Genau. So. Ey, dieser Zentralschlüssel hat ja wohl mal gar nichts gebracht. So, wo ist jetzt diese Therapie? I don't know. Das kann aber eigentlich auch nur im Keller sein, oder? Das ist also Psychokram.
Wir zeigen den Uniformen, wie das geht. Ja, genau, aber nicht jetzt. Ah, Mist. Wo war denn das? Muss er dann irgendwo hier sein, ne? Hab ich echt nicht aufgepasst. Das hätte doch hier drin sein müssen, oder? Da hätte ich wahrscheinlich irgendwas machen müssen. So, komm. Nein. Ach, komm. Muss er dann irgendwie hier runter, oder? In der Treppe geht's nicht. Ich habe auch echt gar kein Gefühl für das. Hat denn Zeit zum Sterben? Ich habe gar kein Gefühl. Ach so, hier. Für diesen ganzen Raum, für das ganze Gebäude. War jetzt schon mehrfach hier. Keine Ahnung. So, ich will in den Keller, Freunde. Ja, das ist wunderbar. Ich gehe jetzt hier unten mal einfach ganz straight irgendwo rein, wenn es geht. Eingang. Ach komm, da war ich. Einmal rumgerannt. Ich vermute aber mal. Dass ich hätte doch hier durchgehen müssen. Ist das jetzt? Ich halte dir den Rücken frei. Sehr nett. Jetzt ist das so gut wie tot. Dass ich jetzt hier alles offen habe, muss doch jetzt hier irgendwo sein. Der ist tot, brauchst ihn mehr schießen. So, sehe ich hier irgendetwas, was ich hätte machen sollen? Also ich meine, rein theoretisch der Typ da auf dem... Ups, der Typ, der liegt, dem kann ich nicht mehr helfen. Nö. Ja. Ja. Geh mal bitte weg. Ah. Hallo? So, jetzt haben wir aber alle Türen offen. Da ist draußen. Hier haben wir vorhin schon rumgekillt. Kannst du auf mich zählen, wenn du mich brauchst, Jacob? Wo ist denn diese crazy Sitzung? Ey, ich werde hier wahnsinnig. Geht weg, ihr Pfeifen. Okay, hier unten scheint es nicht zu sein. Ich gehe also mal rauf. Hier rein? Nein. Jetzt auch nicht rein. Thank you.
Ja, hier ist doch eigentlich auch nichts. Komm. Wer weiß es, wer weiß es? Die Klasse. Ja, es ist total nett, aber hilft mir jetzt nichts. Ich einfach nicht weiß, wo die Patsche ist. Ey, da gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Also, ich gehe hier mal raus wieder. Ach komm. Wirst du jetzt rausgehen? Geh da raus, Mann. Ah, lecko mio. Okay, ich gehe hier wieder raus. Die wundervolle Sitzung stoppen. Ey, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Also, ich werde jetzt mal ein bisschen suchen und lasse es euch dann in der nächsten Session irgendwie wissen, ja? Okay. Bis dann, ciao!